So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Wir sind auf der Suche nach einer Maske. Und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir die finden werden, weil bis jetzt hat es immer ganz gut geklappt. Hier scheint eine Höhle mal wieder zu sein. Hier gibt es sehr viele Höhlen. Müsste ich mein Licht selber anmachen? Ich dachte, ich schmeiße eine Granate aus Versehen. Gut. Mal wieder was zu lesen. Neues Versteck. Dieser Ort eignet sich perfekt für das neue Labor. Die Einheimischen, darunter auch mein Trupp bei der Army, glauben, dass Yalong in dieser Höhle wohnt. Es wird langsam etwas heiß. Nur hat mir ihre besten Leute auf den Hals geschickt und ich möchte nicht splitterfasernackt in der Arena enden. Also lasst uns clever sein, den Ball erstmal flach halten. Jay. So. War das nicht immer direkt bei der Leiche, die Maske? Gut. Anscheinend hat Yalong das nicht so geil gefunden, dass die da rumeiern. Aber naja. Das soll jetzt mal nicht mein Problem sein. So, darüber. Das war der Adler. Jo, also wie gesagt, Plan ist aktuell erstmal Fragezeichen noch abklappern und dann Richtung Hauptmission laufen. Weil echt, es wird Zeit, ne? Wir haben jetzt sehr viele Folgen, nur Gebiete freigeräumt und so. Und man kann sehr viel Zeit da rein investieren, leider. Wobei, was heißt leider? Ist ja eigentlich schön, wenn das Spiel umfangreich ist. Allerdings wird die Zeit, die man dafür dann braucht, umso länger natürlich, ne? Gute Arbeit. Du hast ihn ausgeschaltet wie ein echter Profi. Na klar. So kennt man mich. Das steht auch bei mir auf der Visitenkarte. Echter Profi. Weil, ne? Man muss ja... Eine Grundlage muss man ja haben, auf dem man sein ganzes Können und so aufbauen kann. Und wenn ich sage, echter Profi, dann muss man sich auch nicht so stark steigern, ne? Weil viel besser geht ja nicht. Das ist dann waschechter Profi, das nächste. Oder so. Moin! Haben wir hier was? Hier ist doch Geld. Lass dich davon weiten. Wieder 100? So. Jo, ne? Och, da können wir gerade noch den. Vielleicht wird es auch die Folge danach erst. Hier, 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 hier. Hier. So. Zack, 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 zack. Super. Ja, ne? Ne? Ihr habt verstanden. Perfekt. Wenn nicht, einfach weiter dranbleiben, dann sieht man es. Apropos näher dranbleiben, ich muss mal näher ins Mikro. Ach, diese Drecksviecher schon wieder. Das sind die ätzendsten Tiere im ganzen Game. Diese Scheißhunde. Hi. Da war doch noch einer, ne? Komm, wir looten die mal, was soll's. Was machen wir hier so? So, was haben wir denn hier? Ein Plakat und eine Kiste.
4 bis zur nächsten Belohnung. Ja, gut. Watch, gamble, drink, die. Okay, klingt nach einem spaßigen Abend. Okay, das ist da unten wahrscheinlich. Kiste. Erwähnenswert. Das Geschenk, das Yalung mir gab, ist Macht. Sie fließt in meine Maske ein. Sie verwandelt den Lotus, eine verlorene Blume, die im Boden verwurzelt ist, wie dem Ziegengott dargeboten. Freiheit. Aus der Maske. Ah, aus der Maske. Oh, scheiße. Nö, das war ich nicht. So, aber ich wollte jetzt eigentlich mal noch woanders hin. Und zwar hier. Auf hier bis zur nächsten Belohnung. Jo, nehme ich gerne mit. Belohnungen sind immer schön. Wahrscheinlich auch wieder eine super Waffe. Wir haben ja wieder eine freigeschalten. Kann ich mal noch mehr holen bei Gelegenheit. Wenn sich's lohnt. Oder wenn ich mal wieder viel zu viel Geld im Geldbeutel habe, was ich nicht ausgegeben bekomme. Das scheint ein richtiges Event zu sein hier. Invite you to Shanaf Arena. Watch, gamble, drink, die. Finde ich irgendwie. Also anschauen, zocken, also wetten, was trinken und sterben. Klingt doch. Ach so, fuck, das ist ja ein Lager. Ich dachte, das wäre ein Turm. Wait, da habe ich gerade gepennt. Warte mal, wir wollten das doch Seilen machen. Jetzt wäre ich da fast einfach reingelaufen. Ups. Haben wir noch eine? Einer schon auf dem Dach, den habe ich schon gesehen. Oh, und der wird von niemand sonst gesehen. Und der tut da rechts auch nicht. Und der am Fenster. Am Arsch. Das kriegen die bestimmt nicht mit, lol. Da ist der Turm. Da wollte ich aber schon nicht mal hin. Das kriegen die bestimmt nicht mit. Okay, eigentlich dachte ich, das wäre ein, na, ja, habe ich ein bisschen geistig gepennt. Scheiße, weil ich glaube, das ist echt machbar. Den Dude am Dach kriegen wir mit der Sniper raus, den anderen kriegen wir mit dem Bogen raus, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ich hätte vielleicht nicht so auffällig wegrennen sollen. Ah ja. Dafür, dass ich nicht geplant hatte, das gerade jetzt einzunehmen. Was würde ich sagen, lief gut? Naja, gut gelaufen ist es nicht, aber ich habe es auch nicht wirklich versucht. Von dem her finde ich, ist es in Ordnung. Wir machen das. Ich schätze mal, wenn der Aussichtsturm eingenommen wurde,
ist sowieso ein Reset gewesen und dann passt das schon. Hier werden ja safe auch wieder welche sein, aber komm. Hab schon einen gesehen. Der macht Liegestützen, der andere steht da rum. Oh, das ist noch einer. Oh. Vielleicht über die Leiter, aber ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es. Aber so geht's nicht. Vielleicht hat er gespeichert, dass ich ganz oben war. Wäre natürlich entspannt. Wir werden sehen. Wenn es geladen hat. Natürlich. Ja, ach, natürlich lädt er hier. Ich finde, das Bogenschießen hat was, das macht echt Laune. Wir haben da hinten eine Leiter, soweit ich weiß. So, wie kommt man denn da hoch? Ich meine, hier ist klar, ne? Hmm.
Also in der Theorie würde ich ja sagen, hier, ne? Weil hier so ein Seil ist. Ach, ich muss hier hochklettern, gell? Ja, ist ganz cool, aber... Wie soll das gehen? So. Gut. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Kommunikation. Die Funktürme in Kyrat sind alleiniger Besitz von Pagan Menin. Diese Türme zu manipulieren ist ein schweres Verbrechen. Wenn Sie jemanden beim Besteigen eines Funkturms beobachten, sollten Sie sofort den nächsten Repräsentanten der Royal Army informieren. Werde ich machen, sobald ich ihn sehe. Hier gibt es sonst nichts. Das Medikit kann ich nicht mitnehmen. Komm, mach mal das Ding kaputt. Schick. Da habe ich jetzt schon einen Scope gesehen. So. Ich wollte hier hin. Ne? Zack. Zack, zack, da runter. Ja, dass deiner auf einmal vom Himmel runterfällt. Damit rechnen die wenigsten. Ja, ja, wir machen das noch irgendwann. Aber jetzt habe ich da gerade keinen Bock drauf. Ach, das geht schon. Der ist ja hart im Nehmen. Wenn ich nur mal einfach nur ein Medikit. Okay. 1000 Gramm Flugzeug durch. Das könnte man eventuell hören. Aber was willst du machen? Ja, den werden wir jetzt erstmal die Hölle heiß machen. Habe ich noch. Jagdspritzen sind einfach nice. Aber dann können wir gleich mal gucken, was denn wieder Schönes daraus geholt werden kann. Also der eine Dude, der auf dem Dach war, müsste man wegsnipern können, ohne dass es jemand mitkriegt. Gehe ich von aus. Ich finde es schön, dass ich nicht mehr ein Foto machen kann. Bleib stehen. So. Spritze reindrücken. Wissen wir Bescheid. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das ist noch human, aber der eine Dude steht anders als vorne. Oh nein.
Oh, das könnte mir actually zugutekommen gerade. Nice. Erstmal Alarm deaktiviert, weil Hunde da waren. Ich hasse es. Ja, silent, unbemerkt. Naja, wenigstens Alarme aus. Wir kriegen ihn! Ihr kriegt mich nicht. Oh. Seilen kann man hier echt nicht. Gib auf, du da! Stopp! Stopp! Lol. Er killt sich aber selber. Kein Alarm. Ja, war leider nicht unbemerkt geblieben. Mann! Da guckst du einmal ganz kurz zu lang aus dem Fenster und schon bist du halt entdeckt. Mist. Das ist echt nicht leicht. Verbessert die Stabilität des Ziels mit Bogen deutlich. Das fällt auch so gut. Das brauche ich so hart. Shangri-La. Wo ist denn Shangri-La? Theater, unbekannter Ort. Annapur, unbekannter Ort. Stadt der Schmerzen. Okay. Auch wieder so ein Tötungsauftrag. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind. Ich kann ganz gut schießen. Sogar sehr gut, habe ich gehört. Ich Klar. Feuer! Räumt das Gebiet! Ich feuer! Mein Leben für mein Land. Mann, ey. Ich hätte den jetzt zu gerne mitgenommen. Aber hey, was willst du machen? Immer das Gleiche. Also immer das Gleiche willst du machen. So ungefähr. Mann, ey. So. Wer rennt denn da unten rum? Wer muss denn hier eliminiert werden, weil er irgendwas Böses getan hat? Am besten unbemerkt wahrscheinlich noch. Ohne bemerkt zu werden. Das wird jetzt witzig. Okay, da wird erstmal fröhlich rumgehupt. Die drei sind das Problem. Da steht ja noch einer. Na dann los,
Tagen. Verdammt nochmal. Wie viele braucht man denn noch, um einen Posten zu bewachen? Eure Armischweine! Helft mir, die Tiere zusammenzutreiben! Die laufen weg! Also unbemerkt töten geht. Ladet alles auf den Truck und wenn ihr nicht sicher seid, ladet es trotzdem auf. Ich will doch nur nach Hause. Wer wird mir das bezahlen? Hagamin? Hm? Wird er? Die Farm ist mein Lebensunterhalt. Ihr ruiniert mich. Oh, Frau, geh doch mal woanders hin. Hier wird's gleich nicht so schön. Macht mal hin. Nur verfüttert euch an ihre Tiere, wenn ihre Ladung nicht rechtzeitig ankommt. Verdammt. Mother Jude? Was ist mit meiner Farm? Nehmt ihr die auch mit? Die Verwältnissen schwinden sich von dem Rauch der Kerzen, die sie für ihre alten Götter anzünden. Dich hält man ja nicht aus. Ich sollte dir eine... Schneller! Schneller! Wir haben nicht den ganzen Tag. Royal Army Schweine, helft mir, die Tiere zusammenzutreiben. Die laufen weg! Der goldene Pfad ist Hörst du dir jemals zu bei all dem Schwachsinn, der aus deinem Mund kommt? Wer wird mir das bezahlen? Hagamin? Hm? Wird er? Die Farm ist mein Lebensunterhalt. Ihr ruiniert mich! Wir fallen den Rebellen von Osten in die Flanke. Die Mission fertig, dann gehe ich das Plakat holen. Ich will das jetzt nicht kaputt machen dadurch. Und erledigt. Nice. Das merken die bestimmt gar nicht. Moin, ich glaube ganz kurz. Enjoy yourself, you deserve it. Let us be in charge. Ah ja. Das braucht ihr doch sicher nicht. Jetzt vorbei. Steingraben enthalten E. Hm? Lol. Bitteschön. Das ist den Air-Truck. Gut. Die Schweine kommen wahrscheinlich nicht mehr wieder. Ich weiß nicht wieso, aber kann sehr gut sein. So. Okay. Ja, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Die nächste Folge schaffen wir keine Mission mehr. Aber hey, nächste Folge kriegen wir das hin. Außer ich komme auf die Idee, darüber zu gehen. Das werden wir dann sehen. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Wir machen das auf jeden Fall noch. Früher oder später. Und Kettentakedown. Komm, wir machen das jetzt durch. Pistolentakedown? Hä? Ich hab doch hier drauf geklickt. Achso, ich hab den noch gar nicht. Achso, scheiße. Ich habe mich schon gefreut, dass ich ein ganzes Ding wieder vollständig haben kann. Aber ich habe hier zwei und hier drei. Ja, okay, ich warte noch. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.